So, ich würde sagen, wir fangen an. Und die erste entscheidende Frage ist, ja, da mein Mitfresser sozusagen, ja, und ab und zu Beikoch immer zu spät kommt, ob der heute da ist. Flo, bist du da? Ja, sogar pünktlich. Wow! Ja, Flo war tatsächlich schon um 6:30 da, bin echt stolz auf ihn. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, kriegen wir hin. Sehr gut. Also, dann legen wir los, ne? Schauen wir mal. 15 Minuten. Genau. 15 Minuten ist mal wieder die. Genau, mach mal hier die Zwiebel klar. 15 Minuten ist mal wieder die Kochempfehlung. Wie ihr wisst, oder für alle, die es noch nicht wissen, ich koche seit ein paar Wochen aus diesem Buch hier, Hänsler Schnelle Nummer, und musste leider feststellen, dass die alles andere als schnell ist. Oftmals kriegt man die Zutaten gar nicht in normalen Läden, sondern muss dann noch irgendwo in spezielle Shops, Asia-Shops oder so ein Gedöns. Und Hänsler sagt ja extra schnell und einfach für den Abend, ne, so mal kurz was kochen. Ja, alles Bullshit, also bis jetzt hat noch nie was hingehauen von der Zeit, noch nie. Ja. Darf schon nicht vergessen, wir haben jetzt schon wieder fast 10 Minuten vorbereitet. Ja, genau, ich habe das Wasser kocht schon, ich habe alles abgewogen und so weiter. Ja, also wie gesagt, bis jetzt bin ich noch nicht so überzeugt oder gar nicht überzeugt. Was heute toll war, ich habe mal alle Zutaten bekommen im Einladen. Ja. Ja gut, so viel sind sie heute auch nicht. Eben, genau, ich wollte es gerade sagen, es ist auch nichts Besonderes. So, jetzt zeige ich euch erstmal, was wir kochen heute. Und zwar Linguine mit Hähnchen in Balsamico-Sahne. Genau. Soll nachher so aussehen. Bildausschnitt, ist alles okay? Ja. Passt. Also, dafür brauchen wir natürlich Linguine, eine rote Zwiebel, Hähnchenbrustfilets, Balsamico, Sahne und Spinat. Also, das waren natürlich jetzt Zutaten, die waren jetzt nicht so dermaßen, ne? Overdosed. Richtig, genau. Also habe ich heute alles im Rewe bekommen. Super, so muss es eigentlich auch sein, wenn ich abends mal kurz kochen will. Schnell und einfach, ne? Dann möchte ich nicht nur in 2-3 Läden rumrennen. Und ich sage jetzt mal, wenn man in Hintertupfingen wohnt, du wohnst ja so im Kaff, oder? Scheißling ist jetzt auch nicht gerade. Naja, wie viele Läden habt ihr? Zwei, drei. Dorfläden. So Dorfläden, genau. Also, wenn man auf dem Dorf lebt oder so, dann wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Ich lebe ja in Tuttlingen, das ist immerhin eine Stadt mit 30.000 Einwohnern. Und selbst da bekomme ich nicht alles, was dieser Hänsler immer fordert. Also, wir machen das jetzt. Wasser kocht schon. Jetzt wird die Linguine mit viel Salz gekocht. Al dente. Ja, und ich habe natürlich wieder keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, habe die guten Barilla gekauft. Ja, für, was schätzt? Ja, das in Italien halt, 59 Cent. Ja, genau. Aber in Deutschland 2,29 und Pasta wird jetzt immer teurer. Ja, hast du schon mitbekommen. Wie alles andere auch. Ja, man kann sagen, alles wird teurer, außer der Lohn. Richtig. So, ich habe natürlich schon abgewogen. Hänsler seine Empfehlung, 250 Gramm. Na, da kommen wir mit, 150 Gramm. Na, da kommen wir mit 250, oder? Das kriegen wir schon. Wir haben ja Hunger, oder? Also, ab damit. So, und jetzt geht's weiter. Das ist übrigens ein Spinat. Kommt mir ein bisschen viel vor mit 100 Gramm, aber das kann nichts mindestens einkaufen. Ja, ich denke auch, das müsste ja ziemlich. So, die Zwiebel schälen und in Streifen schneiden. Also, das machen wir doch glatt. Eine rote Zwiebel. So, du guckst ein bisschen in den Chat, was da so abgeht. Ja, bin dabei. Der Jan schreibt guten Abend. Guten Abend, Jan. Das ist, glaube ich, ein neuer Name, oder? Ja, 29.15 habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, auch nicht. Jan, bist du neu hier oder bist du zufällig hier oder gezielt willst mich mal so ein bisschen losen sehen beim Kochen, weil das ist ja nicht wirklich meine Kernkompetenz. Aber ich habe mir damals mal gedacht, komm hier mal lecker kochen, schnell und einfach, Hänsler schnelle Nummer. Naja, scheiße war's. Wie gesagt, die letzten Rezepte, falls du mal bei YouTube was gesehen hast oder irgendwas bei Insta, ich habe mich ja immer böse aufgeregt, auch bei TikTok, weil für mich ist es so ein bisschen Täuschung. Marki Meier schreibt auch guten Abend. Wer, der? Marki Meier. Der Marki Meier, jawohl, grüß dich, Marki. Ein treuer Zuschauer. Der ist wirklich ganz, ein ganz treuer. So, also in Ringe schneiden. Ringe schneiden, also ich denke mal, was sind Ringe? So sind Ringe, ja? So. Das sind Ringe, oder? Ja, denke ich auch. Ich denk auch. Also Flo hat genauso wenig Ahnung vom Kochen wie ich. Oder wahrscheinlich noch weniger. Ich lass kochen. Er lässt kochen. Guck mal, der feine Herr. Unglaublich. So.
Also, die Pfanne einschalten. So, das letzte Mal hat der Boden ausgesehen. Das fängt schon wieder an. Ja, gut, das sind Zwiebeln, das ist nicht so schlimm. Auch das letzte Mal, ey, das war so extrem. Dieser Granatapfel. Granatapfel, Gottes Willen. Und Kürbis und so weiter. Ich habe einen halben Kürbis im Kühlschrank, falls einer einen will. So, frisch gekauft bei Rewe, Digga. Also nichts aus dem Techno oder so. Ja, also hier. Komm, schmeiß weg. Assistent, bitte. Da hinten ist Papier. Bald nicht mehr, mein Freund. In Zukunft kochst du Scheiße. Jetzt bin ich aufgeflogen. Oh, war das Tami, oder? Ja. Ja, sieht schlecht aus für dich. Ja, ist gut so. Jetzt habe ich ja Donnerstag schon dich, wo jemand zum Essen kommt. Jetzt brauche ich nur noch für die anderen 6 Tage jemanden. Dann passt das auch wieder. Nee, nimm dir ein bisschen an die Kandare. Alles schadet dem nichts, dem Kerle. So. Kellmann schreibt, hallo. Bitte schneid die Zwiebel in der Hälfte längs durch, dann lässt die Zwiebel ganz einfach schälen. Ah, echt? Boah, danke, hey, echt, Leute. Ich musste ja letzte Woche schon bei YouTube ein Video angucken, wie man Granatapfel zubereitet. Ich hatte ja wirklich null Plan. Trotzdem versagt. Ja, aber es ging eigentlich, ja. Okay, ja, wie der Boden ausgesehen hat, wollen wir jetzt nicht vertiefen. So, Olivenöl, bla bla bla, und scharf anbraten. Die Zwiebelsche und Scheibe. Die Hälfte wird jetzt quer in Streifen, das ist schon mal eine Aussage, quer in Streifen schneiden, oder? Ja, aber so. Quer ist doch so, oder? Nein. Das ist nicht so wie das letzte Mal. Das bringt mich hier nicht durcheinander, ey. Ja, das kriegst du hin. Eben. So. Quer. Also wie gesagt, 10 Minuten war schon Vorbereitungszeit, also wenn wir jetzt vielleicht mal die Zeit einhalten, die 15 Minuten. Wir sind ja schon bei 15. Bullshit. Ja, 5 Minuten jetzt plus 10 Minuten Vorbereitungszeit. Achso. Ja, okay, mit den Vorbereitungen, klar. Das ist. Naja, schnell und einfach, gell? So. Ich glaube, die machen ja noch ein bisschen kleiner, oder? Ja. Hä? So mundgerecht. Dass man die so schwer haben und nach dem Kochen fertig ist. Ja, genau, wie ich wieder hier die Küche auf Vordermann bringen muss. Aber heute sind jetzt nicht so viele Zutaten, weil die jetzt so riesen Probleme verursachen können, wie ein Granatapfel oder Kürbis. Du kannst schon einen halben Kürbis mitnehmen, wenn du den machst. Ja. Ich habe noch von letzter Woche. So, jetzt ballere ich das mal rein. Scharf anbraten, das heißt ja wohl heiß, oder? Ja. Heiß, gell? Scharf anbraten bedeutet heiß. Na. Oh. Heiß ist anders. Soll ich warten, oder? Nee, Digga. Mach den mal nicht. Also, scharf anbraten. Ich bin mal gespannt, wie Balsamico-Essig schmeckt. Balsamico-Essig? Mit Sahne. Das ist ja gut, klar, ja. Boah, Balsamico-Essig. Ja, wir hatten das jetzt schon mal auch. Mit was hat man Problem? Das ist schon mal Granatapfel und. Das war einfach nicht so lecker. Zucchini und Frischkäse. Nee, war nicht Frischkäse. Ja, Zucchini und Frischkäse in Hamburg, oder? Genau. Das war schon voll die Panne. Das war nicht mit Granatapfel. Das war Rote Beete. Rote Beete. Rote Beete. Zucchini. Voll Deibel. Voll Deibel. Das klingt irgendwie schon echt total unentspannt. So. Also mal anbraten, richtig? Ich bin ja mal gespannt, ey. Die Zwiebeln dazugeben mit Salz und Pfeffer lösen. Erwürzen. Genau, aber erstmal scharf anbraten, oder? Ich denke jetzt erstmal so ein bisschen, ne, dass das Farbe geht, oder? Und durchgeht. Also, keine Ahnung. Obwohl, mein Putenfilet habe ich schon öfter so gemacht. Das ist nicht so ein Riesenhack, ja, aber. Wenn du Olivenöl qualmst, kannst du die Pfanne erstmal putzen. Hilfsgefahr, schreibt dieser. Oh, ich kann nicht. Das ist so klein, gell? Das ist so klein. Selbst der Junge sagt, ihr habt Probleme bei TikTok-Problemen. Orakelmann, gell? Ja, Orakelmann, servus. Ja, Orakelmann, Orakel doch mal, ob das gut schmeckt nachher. Immer mit Rastöl anbraten. Das haben wir denn ja noch was, oder? Nein, wir haben Olivenöl. Und warum haben wir Olivenöl? Weil der Männer mit. Nein, weil der Henzer das sagt. Der Henzer sagt Olivenöl. Also, Leute, ich koche wirklich 1:1 nach Henzer. Meine Freundin sagt auch noch. Rapsöl ist besser. Ich schreibe auch gleich immer mit Rapsöl. Also der Orakelmann schreibt immer mit Rapsöl und deine Freundin schreibt zum Anbraten besser Rapsöl. Ja. Naja, alle sagen Rapsöl, aber der Hänsler sagt Olivenöl. Und wie gesagt, ich koche ja nur halt nach dem Buch vom Hänsler und deshalb mache ich das mal so, wie es der Hänsler schreibt, oder?
Wir brauchen um die Gabel in die Minute umdrehen. So. Muss ich denn für alle 10 Minuten rum? Was denn nur so um? Kann ich zeichnen? Ja, passt. Ja, ich weiß nicht, was der Hänsel da, wie der das rechnet, ob der sein Küchenteam schon rausrechnet, wo ihm alles schon fertig macht. Oder er ist Analphabet und guckt einfach auf die Uhr und kann sie nicht lesen. Ja, wahrscheinlich. Das könnte auch sein. Also ich weiß nicht, auf jeden Fall. Die Zeitangaben sind Bullshit. Und falls ein Rechtsanwalt im Stream ist, ja, setzt euch mal mit mir in Verbindung. Ja, warte mein Zeit, Olivenöl und verbrennt sich mehr. Ja, genau. Und das heißt, Händler hat keine Ahnung. Händler hat keine Ahnung, so seht ihr es mittlerweile auch. Das sind wir ja uns schon einig. Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig, weil ich glaube, das ist 9. Gericht. Das 8. oder 9. Gericht. Das waren schon zwei gute Dinger dabei, drei. Ja. So, also, ja, wie gesagt, Händler schreitet. So, du schneidest die Zwiebeln noch rein, oder? Was denkst du? Ja, Zwiebeln rein und dann noch Salz-Pfeffer. Salz-Pfeffer. So. Der Rattelmann hat mal Koch gelernt. Ach echt? Du hast Koch gelernt? Ja klar, dann nee. Wem soll ich da was erzählen dann? Ja, aber wirklich, das schreibt der Hänsel. Der Hänsel schreibt 15 Minuten Zubereitungszeit. Das ist doch voller Bullshit, oder? Also, wenn du mal meine anderen Videos anguckst, ich bin ja wirklich ja totaler Anfänger im Prinzip. Aber wenn da drin steht im Buch, ja, wie gesagt, schnelle Nummer, schnell und einfach. Abends mal kurz Heißhunger. Dann die Blitzgerichte vom Hänsler. Letztes Mal haben wir 3-5 Stunden gekocht, gell? Das hat nicht mehr geschmeckt. Es hat echt beschissen geschmeckt. Die Bude hat ausgesehen wie Sau. Ich habe wirklich alle Schüsseln gebraucht. Das waren alle Schüsseln. Eine Stunde putzen danach. Eine Stunde putzen, alle Schüsseln gebraucht. Also, naja, also schnell und einfach als nächsten Tag. Aber, Oratelmann, wir können mal eins machen. Du kannst ja mal als Profi kochen. Wir können mal im Betten kochen. Also, ich meine, du machst mir eh fertig. Aber, ob du die Gerichte hinbekommst in der Zeitvorgabe, bis dahin zu schreiben, das wird mich echt mal interessieren. Vielleicht bin ich ja wirklich völlig ungeeignet, aber es steht auch nicht im Buch drin, dass du irgendwie ein Sternekoch sein musst oder schon Mods die Kocherfahrung haben musst. Aber das können wir gerne mal machen. Deutsch schreibt: Nabend, schöne Grüße aus dem Saarland. Ja, schöne Grüße zurück ins Saarland. Wir hatten ja hier wunderschönes Wetter heute. Wie war es denn bei euch? Ich glaube, war überall. In ganz Deutschland war es cool, oder? Ja, bei uns war es. Außer in Bayern. Er sagt, er kommt ja auch nicht so hin. Ja, ist unglaublich, oder? Also für mich ist es eine arglistige Täuschung. Also ich habe das Buch Gott sei Dank von meiner Freundin ausgeliehen. Das kann sie aber wieder zurückhaben. Das kann sie gerne wieder zurückhaben mit ein paar Fettflecken auf den Seiten. Ja, das ist leider so. Auf jeden Fall, das Ding kostet 25 Euro. 25 Euro und ja, suggeriert ja im Prinzip, dass jeder schnell und einfach kochen kann. Mit Hänsler schneller Nummer. Also mega Bullshit. Also wie gesagt, falls wir Anwälte im Stream haben, dann meldet euch. Dann hängen wir dem Hänsler mal eine Millionenklage in den Hals. Oder? Schmerzensgeld und so weiter. Für unsere Grenzen. Ne? Ja, genau. Die Spaghetti sind fertig. Sind fertig? Ja. Ja, Fleisch ist schon fertig. Also. Ganz wichtig ist jetzt, das hat meine Freundin gesagt, in den Sieb, das kannst du auch schon machen, und nicht abschmecken oder ab, nennt sie das? Abklopfen. Ja. Abklopfen, naja, abklopfen. Nein, nicht mit Wasser übergießen. Auf jeden Fall. So. Also, aber Orakelmehl, wirklich, das würde mich mal echt interessieren, wie schnell ein geübter Koch wie du so ein Gericht hinbekommt. Das würde mich echt mal interessieren. Also wenn du da mal Bock hast, dann, keine Ahnung, machen wir da irgendwas. Dann melde ich dich mal. Und wie gesagt, dann verklagen wir den Hänsler, weil das ist für mich Bauernfängerei, nichts anderes. Hast du mitgekriegt, Bayern haben verloren, der ist schon 5-0. Ja, das war nicht normal. Wir haben nur heute Morgen zusammen fast gespielt. NRW war auch schönstes Wetter. Und Ella schreibt, das Buch kann ich behalten, da können wir es doch anzünden. Ja, okay, dann werden wir mal ein Lagerfeuer machen, wenn du klein. So, achso, ich muss es nur nutzen. Digga, du wolltest schon. Da steht das mal nicht. So. Soll ich die jetzt schon abgießen oder sollen wir noch im warmen Wasser lassen? Ich weiß nicht. Sollen wir die im warmen Wasser lassen oder sollen wir die schon abgießen? Weil das Fleisch braucht noch ein bisschen. Gebt mal bitte ein paar Tipps für die Koch-Nerds hier. Der Oratelmann schreibt, könnten wir gerne machen, wenn er in Sing ist. Nee, er meint, dass ihr zusammen, also du bei dir zu Hause und er hier, dass ihr parallel kocht.
Ja, genau, so machen wir es. Wir machen das über Insta oder ich weiß nicht, wenn du bei TikTok schon 1000 Follower hast, dann können wir das bei TikTok machen. Ansonsten machen wir das mal bei Instagram oder so, wenn du da bist. Ja? Machen wir eine Live-Session und ja, dann gucken wir einfach mal, wie schnell du das hinbekommst. Das wird mich echt interessieren. Was würdest du empfehlen? Was für ein Gericht? Schauen wir mal. Was er machen könnte? Marki Meier kann auch abgießen. Abgießen? Marki Meier bist auch Koch oder was? Die haben alle Ahnung, die Leute. Zwei, drei Gerichte waren es noch, weil ich gesagt habe, die können wir nochmal machen. Ne? Ja, guck mal doch, vielleicht können wir mal gucken. Also wirklich, also wenn es ich schätze, es bekommt nicht mal der Hänsler hin. Musilien mit Rahmenspitzkohl und Speck 15 Minuten. Nee, wir haben doch, was haben wir denn gemacht, wo wir ewig gebraucht haben? Wir haben bei allem eigentlich ewig gebraucht. Das war nicht gut, da komme ich nicht nochmal her. Ja, ja, guck schon einfach mal. So, ey, komm, jetzt haben wir schon vorne, jetzt weiter. Mit dem Essig ablöschen, also 4 Esslöffel Balsamico rein. Und ja, die Hälfte einkochen, dann die Sahne dazu geben und die Soße erneut um die Hälfte einkochen. Ja, ein bisschen bleichen aus Hähnchen, oder? Was meinst du? Das ist immer so Hähnchen, das kriegt keine Farbe. Ah, doch, mit Zeit gut, wenn nicht schon. Ja, also, das ist mal gleich. So, also. Nur, dass so können wir es auch machen. Ja, genau, ey, dann machen wir das mal. Dann suchen wir uns was gemeinsam raus. Schreib mir mal auf Instagram dafür deinen. Genau, schreib mir mal bei Insta irgendwie, schick mir mal deine Kontaktdaten, dann werden wir uns da mal zusammen telefonieren oder wie auch immer, oder vielleicht auch ein Brötchen holen, ich will mal kurz drüber reden, wenn du am Sonntag Zeit hast. Und ja, dann machen wir einfach einen Termin und dann wird ein, ja, Profikoch oder bist du beruflich Koch oder hast du es gelernt oder erzähl mal. Du sollst da sagen, oder? Wird das Fleisch zu hart. Ja? Das Fleisch wird zu hart. Okay, weil wir müssen hier runterfällen. So, ich brauche Esslöffel. So, und dann machen wir hier. Wo ist denn? Ah, hier. Genau, 4 Esslöffel. Guck mal, das sind 4 Esslöffel. So, also 4 Esslöffel. Also, damit es hier alles auch rechtlich relevant ist, ja, und auch nachvollziehbar ist. Er ist gelernter Koch, aber jetzt Live-Coach. Ah, okay, cool. Was coachst du denn? Boah, das stinkt, Alter. Ich hab schon. Boah, ich hab schön, ey. Guck mal, die liegt ein bisschen auf hier. So. Also jetzt einkochen lassen, glaub ich, gell? Oder auf die Hälfte. Toll, wie sehe ich das? Ja, die Hälfte steht. Also, und dann die Sahne dazu. So, jetzt kommt, wir trinken mal was. Also, Leute, erst mal zu holen. Wohl. Und jetzt gucken wir, wie es schmeckt. Na. Also stinkt durch die Form. Muss das Spinat eigentlich waschen, bevor man benutzt. Haben wir gar nicht gemacht. Guck mal, Schipi. Komm, Spieler. Guck in den Chat. Wir gucken danach noch, wie geht. Alles Mögliche. Muss er waschen, oder? Oder ja, nicht? Ja, das schreibt ja. Ja, also kommt dann. Nee, die hat noch ein Sieb. So, und ich habe ja schon Beikoch, ja, und irgendwelche Assistenten, aber ich krieg's trotzdem nicht hin in der Zeit. So, boah, das stinkt, hä? Naja, ist wieder. Du lässt halt einfach Sahne rein und dann soll es schmecken. Also, du musst halt um die Hälfte einkochen, ne? Ja, aber jetzt erstmal das Essig einkochen, ne? Genau. Und dann die Sahne nachher nochmal um die Hälfte einkochen. Mit dem Essig ablöschen, um die Hälfte einkochen. Dann die Sahne wieder hinzugeben. Also, ey, wir müssen noch ein paar Bilder machen hier, Digga. Ich mach das schnell, komm. Dein Handy ist schon im Chat-Modus, oder? Ja. Also, für die Nachwelt. Ich verrat. Deutsche Kochfans schreibt schönen guten Abend, ihr Meisterköchin. Naja, von den Meisterköchen sind wir jetzt weit entfernt. Ja, also beim Meister, schönen guten Abend, grüß dich. Also von den Meisterköchen sind wir echt noch sehr weit weg. Aber wir haben jetzt einen Koch im Chat. Den Orakelman. Es gibt, wenn das Balsamico nicht waschen, dann kannst du knirschen zwischen den Zähnen. Was denn Balsamico nicht waschen? Ja, Spinat. Spinat. Kannst knirschen zwischen den Zähnen. Ja, Deutschrock-Fan. Wir haben jetzt einen gelernten Koch. Die Sahne, 200 Gramm. Einen gelernten Koch im Chat. Und ja, der wird vielleicht mal ein Hänsler-Gericht nachkochen. Als Profi.
Ja, Mann, ey. Fliegst gleich raus hier. So, also ist das jetzt zur Hälfte angekocht? Ja, ja. Sicher? Ich hab das weg, das ist nicht mehr drin. Wasch, steht immer noch wie Sau. Also ich tue jetzt die Sahne rein. So. Und das jetzt wieder um die Hälfte einkochen. Und wieder um die Hälfte einkochen, Alter. Ich geh mal gerade die Becher nehmen. Das schmeckt ja gar nicht. Ach, jetzt bis jetzt. Also wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Und müssen halt 10 Minuten zurechnen, ja, oder? Du musst das jetzt erstmal einkochen ordentlich. Ja, wie das dauert ja. Was? Dauert. Und dann? Ja. Dann den Spinat dazugeben, kurz zu keucheln lassen, bis der Spinat in sich zusammenfällt. Ja. Die Nudeln in ein Sieb abgießen, ja. Und dann die nachher in die Pfanne rein und eine Minute. Die Nudeln werden jetzt auch schon langsam kalt, würde ich sagen, oder? Ja, die müssen nachher noch kurz in die Pfanne. 20 Minuten! Wie war deine DJ-Session bei der Hochzeitsfeier? Ja, war okay. War zufrieden. Bisschen kurz. Ja, war ein bisschen kurz. Ja, war jetzt auch keine große Hochzeit und ja, was soll ich sagen? Die Leute waren ein bisschen platt schon nach dem Essen und dann ging es halt alles nicht so lange. Aber war okay und ja, ich kann's noch, sagen wir so. So, jetzt müssen wir da wieder einköcheln lassen. Können wir wieder Bier trinken? Ja, komm, trink mal wieder ein Bier. Also von dem her ist es ein sehr trinkerfreundliches Gericht. Würde ich sagen, können wir zwischendurch immer gut trinken. War bei den anderen nicht immer möglich, gell? Ja, ich glaube, nachher müssen die Spaghetti oder diese, weißt du, die Ligurien. Genau, die müssen wir nachher mit rein, ja. Müssen nachher mit rein. So, soll ich da ein bisschen rühren, oder? Vielleicht mal um die Hälfte einkochen, das dauert, glaube ich. Um die Hälfte einkochen, super. Ja, aber kann ja auch sein, der Hänsler kocht nur mit seinem Spezialgedöns, ne? Mit dem überteuerten. Vielleicht klappt es mit dem ja gut, ne? Ja, was will der andere Pfanne anders machen? Ja, das frage ich mich auch. Das war jetzt so ironisch. Ja, Orakelmann, schau dir mal wirklich die Utensilien vom Hänsler-Shop an. Also für mich, ich habe ja keine Ahnung, total überteuert, ja? Ich habe mir zum Beispiel mal Vergleichsangebot oder einen Vergleichstopf angeguckt von WMF. Der hat gerade mal die Hälfte gekostet, ne? Ist also schon krass. So, machen wir es richtig noch. So sieht's aus. Alter hat gerade gefragt, Rosmarin, aber schon nichts von Rosmarin. Ach, Rosmarin, ja, doch. Rosmarin? Ne? Wo? Sind der nicht drin? Stimmt, das war ein anderes Rezept. Ja, ich wollte erst schon ein anderes Rezept machen, aber da waren schon so viele Sachen dabei. Und ich war ja heute eh schon ein bisschen arg spät dran. Mach heute du mal, ne? Ja, ich bin ja erst aus 4:30 war, ich bin ja aus Stuttgart zurückgekommen. Der Orakelmann schreibt, der will doch nur Kohle machen, der dann auch. Ja, ja, eben, der will nur Kohle machen. Ja, was bist du seit Stuttgart zusammengefahren? Mehr gefahren geschafft, oder? Heute? Ja. Oh ne, heute war ganz gut. Heute war ganz zufrieden. Aber Vielfahrerei, Stuttgart war wieder Horror. Ja, ganz Stuttgart ist echt eine Baustelle. So, jetzt wollte ich aber jetzt noch irgendwas machen, Digga. Irgendwas habe ich jetzt noch vergessen. Irgendwas. Soll ich was nächstes Mal machen, ne? Ne? Den Spinat nachher rein, wenn das reingekocht ist. Achso, genau, dann würde ich machen. Ja, also, das dauert halt. So lange, wie es dauert, ne? Ich meine, was ein Bier trinken. Was kann da der Hänsler schneller machen? Ganz ehrlich, oder? Nix. Ja, voll, was hast du schon gemacht? Ja, geht voll ab. Weh, das schmeckt nicht, Digga. Ja, aber das sieht tatsächlich diesmal gar nicht so schlecht aus. Es ist nicht viel drin, was nicht schmecken kann. Ja, außer das Essig, gell? Das ist Essig. Das ist das Einzige, wo ich hinterher habe. Ja. Weil es hat schon echt schon übel gerochen. Aber sonst sieht es schon professionell aus, ne? Sag, Pfanne, was ist das? Ja, du musst auf jeden Fall ein paar Moves beibringen, ne? Orakelmann. Einfach so ein paar Kochskills, ja? Da gibt's ja sicherlich auch irgendwas, oder? So, keine Ahnung. Es muss immer Butter rein, oder so, oder? Butter, keine Ahnung, was so. Also, du meldest dich, wir machen da mal echt was Nices. Streamhanged. Reicht jetzt nur? Streamhanged. Läuft wieder. Läuft, ja?
Ja, dein billiges Handy halt. Nee, du bist ja ein WLAN. Ach so. Dein billiges WLAN. Stimmt, ja. Das kann man nicht nutzen. Servicetechnik ist der billigste Router. Ja, ja, das gibt es. Klar, ich habe kein Geld. Die Auftragslage ist gerade so schlecht. So, wie sieht's aus so? Ja, muss noch mehr einkommen, ja, ne? Ja, die Hälfte, ist noch nicht die Hälfte. Okay, aber da ist schon fast nichts mehr da, oder? Lass das einfach noch kurz kochen. Also, wir lassen es kochen. Wir sind jetzt wieder bei 25 Minuten. Oh, warte, Mensch, schreibt, wir machen das im Dezember. Im Dezember können wir gerne machen. Wie gesagt, er soll ja schreiben. Genau, schreib's mir. Ich kann dir immer, keine Ahnung, kauf dir das Buch bloß nicht. Wolanski schreibt, der Servicetechniker kann kochen. Nee, ich kann nicht kochen. Ich tue nur so. Also, ich koche aus Hänsler schneller Nummer, ne? Übrigens, aus dem Kochbuch ist jetzt, glaube ich, die dritte Kochsession. Nein. Doch, doch. Die neunte, Entschuldigung, nicht die dritte. Aus dem Buch koche ich und heute gibt es eben Linguine mit Hähnchen in Balsamico-Sahne. Hintergrund war einfach der, ich wollte irgendwann mal ein bisschen leckerer kochen. Nicht nur immer Kebab und so Fastfood-Gedöns, ja? Und Maultaschen. Maultaschen kriege ich auch nicht. Aber immer. Maultaschen geht immer. Eier und Spinat, so die Standardsachen, ja, die kann ja jeder. Ja, und wie gesagt, dann habe ich echt gedacht, ich koche mal aus dem Buch. Schnell und einfach. Und rein mit dem Spinat. War voll die Panne. Rein? Also, war da rein. Ist ja voll Wasser drin noch. Macht nichts. Macht nichts. Ja, besser wie irgendwie andere Zeug. Jetzt soll ich das irgendwie Hälfte, dass das Zeug zusammenfällt. So. War dein Spinat. Mit Spinat gesagt. Essen hin? Ja, 100 Gramm Spinat, schreibt der Hänsel. Wirklich. Fleisch? Hallo? Fleisch? Fleisch gibt's nicht mehr. Da. Fleisch ist weg. So, hier ist, guck mal. Gemüsepfanne. Aber nice, dass du sowas probierst. Guter Gedanke. Ja, wie gesagt, es macht also Kochen macht ja grundsätzlich Spaß, ja? Wenn man danach nicht eine Stunde aufräumen muss. So, warte, muss ich Glück machen. Willst du jetzt da rumrühren? Ja, denk schon, ne? Aha. Das muss jetzt in sich zusammenfallen, steht da. Ich falle auch irgendwie in mir zusammen, ne? Ja, aber wie gesagt, es war mit Hänsler totale Panne, muss ich echt sagen. Zum einen bekommt man die Zutaten leider nicht überall. Also meistens musste ich in zwei Läden fahren, Edeka und Rewe, damit ich alles bekommen habe. Wahrscheinlich kannst du die Zutaten in seinem Online-Shop bestellen. Wahrscheinlich, genau, das ist wahrscheinlich der Hintergrund. Ja, wenn du die Zutaten nicht bekommst, bestell bei mir im Online-Shop, ja. Ich habe das schon abgetropft, es war nicht mehr viel Wasser drin, es waren zwei, drei Tropfen. Also gut, hast du Glück gehabt. Wenn es nicht schmeckt, dann bist du schuld. Wenn es nicht schmeckt, du, ob es nach Essig oder nach Wasser schmeckt, dann hast du gar zu wenig abgetropft. So. Also was? Babyspinat wäre besser gewesen, schreibt er. Ja, was steht da drin? Der fällt schon gut in sich zusammen. Was steht drin? Spinat. Also für Anfänger wie mich wären natürlich so ein paar Dinger, so ein paar Skills hilfreich. Zum Beispiel dunkles Balsamico-Essig oder helles. Ja? Meine Freundin hat gesagt, ich soll helles kaufen, aber stand jetzt auch nicht drin. Balsamico-Essig, was soll der Scheiß? Ich meine, wie gesagt, wenn du ein Anfänger bist und echt keinen Plan hast, so wie ich, dann bist du für jeden Hinweis bist echt dankbar. Aber ja, gibt es halt nicht mehr. Wahrscheinlich gegen Aufpreis. Wahrscheinlich gibt es eine Premium-Edition. Wenn ich jetzt erst das Zeug gelesen hätte, was ich zum Einkaufen brauche, da steht nur Balsamico, dann hätte ich wahrscheinlich dunkel gekauft. Na ja, siehst du? Und nachher steht dann einfach nur noch Essig drin. Ja. Ja, also das Buch hat ganz, ganz viele, naja, wie soll ich sagen, Fehler in sich, ja, also die Erklärung, der ganze typischen Fehler. Der ganze Typ will ich jetzt nicht sagen, ich mochte den eigentlich bis jetzt, ich habe jetzt nicht gedacht, dass es ein Abzocker ist, aber ja, ich wurde eines Besseren mit der, muss ich echt sagen. Und wie gesagt, seit ich seinen Shop gesehen habe, ist mir klar, da geht es wirklich nur um Kohle und nichts anderes. Ja, okay, das passt eigentlich so, gell? Aber ein bisschen noch, dass der Plan ein wenig zusammenfällt. Schlecht aussehen tut's gut. Er schreibt, helle Soße, helles Balsamico. Herr ja, okay, da hast du recht auf die Bildes aufhalten. Also, danke! Babyspinat ist zarter mit wenig hartem Stängel. Okay, ja, danke. Aber wie gesagt, sowas sollte man doch eigentlich in ein Kochbuch reinschreiben, oder? In ein Kochbuch, das suggeriert, dass man abends noch schnell einen Küchenquickie machen kann, ja? Oder kreatives Blitzgericht, ja? Also Blitzgericht, oder? Da denkst du doch, oder? Geht ratzfatz, oder, Digga? Das ist ja. Ja, aber wie gesagt, das ist, ja, wie gesagt, wenn es irgendwelche Anwälte gibt
im Stream oder dann irgendwann bei YouTube, wenn es hochgeladen ist, meldet euch, weil das ist für mich Betrug. Also, es sieht tatsächlich schon mal diesmal lecker aus wie andere Gerichte. Ja, jetzt auch mal. So. Ich hab extra den Spinat extra gemacht. Also. Sollen wir den? Also, dann schmeißen wir die Nudeln rein und dann noch eine Minute, ja? Okay, mal. Ja. Unterschwenken, eine Minute köcheln lassen. Wollen Sie schwenken? Ja, rüber. Die sind natürlich schon verkaufen. Ja, die sind jetzt natürlich schon hart, ja? Aber die schmecken noch. Ja, komm, scheiß drauf, schmeiß rein, wir Hunger. So. Noch eine Minute. Und jetzt eine Minute. Unterrühren. Ha? Unterrühren halt. Ja, tu mal unterrühren, ich muss Bilder machen, wenn du da nicht in der Lage zugisch. Dann musst du doch Chat lesen. Müssen. Dann musst du schon zweites Handy mitnehmen, oder? Mach. Ja. Hey, du, ich hab das jetzt begeistert, dass ich jetzt zwei Handys. Oh je, komm. Okay. Also, du kannst schon noch Maischau anlassen. Also mein Aussehen wird schon lecker, oder? Ist echt nicht mal schlecht. Also Aussehen tut es echt lecker. Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen nachwürzen nachher. Du musst immer nachwürzen. Ja, ja klar, wenn ich bin schon so lange Raucher. Du schmeckst eh nichts mehr, mein. Vielleicht habe ich auch Corona. Der Testesser vom letzten Mal. Ja. Der Melo, ja. Der hat Corona. Sagst du mir jetzt? Ja, ich habe das schon ewig gemacht. Egal, ich bin geimpft. Also, super. Ich töte nichts mehr. Ich töte nichts mehr, also. Ich habe es eben überlebt, den Rest auch. Warte mal. So, warte mal, jetzt lass mal. Wir müssen den Tisch noch schon abräumen. Brauchst du noch ein Messer dazu? Ein Messer? Oder reicht eine Gabel? Oder Löffel? Wenn du wolltest wieder Löffel zum Projekt. Ja, ich brauche einen Löffel. So, also, so sieht es bis jetzt aus. Also, schlecht aussehen tut jetzt nicht. Mach noch ein bisschen Wasser ran, das hat keine Soße. Bisschen Wasser ran? Schwenken, Bruder. Was? Du hast ein bisschen Wasser dran, das hat keine Soße. Das passt doch so. Für den Bild ist auch nicht wirklich mehr. Nee, da schau ich auf dem Bild, sieht es auch relativ trocken aus. Würde ich mal sagen, guck mal. Auf dem Bild sieht es jetzt auch nicht irgendwie so mega soßig aus. So Stichstecken, Bienen, ja? Ja, Stich gedeckt, ja. Sehr gut. Läuft langsam. Ich bekomme voll Hunger. Kein Wasser. Nee, was? Kein Wasser und dann anders schreibt er. Ja, toll, gell? Kein Wasser, Wasser. Aber? Wir sind bei 31 Minuten. 31 Minuten, ja. So. 10 Minuten Vorbereitungszeit. Schon eine Dreiviertelstunde. Abends einfach und schnell was kochen. Also völlig daneben. Völlig daneben. Und ich freue mich dann wirklich auf der Orakelmann, wenn der mal kocht. Ne? Weil wir sind ja, ja gut, ich bin ja wirklich ein totaler Loser in dem Bereich. Also, ich würde sagen, essen wir, oder? Sollen wir mal anrichten und dann sollte vielleicht hoffentlich das erste Mal ein wirklich gutes Fazit. Nee, also Zeit ist ja schon total scheiße. Ja, Zeit passt wieder nicht. So, Leute, so sieht's aus. Wir werden jetzt essen. Milo schreibt guten. Vielen Dank. Also wir werden jetzt essen. Falls wir uns nicht melden, hat irgendwas nicht gepasst. Aber ansonsten werden wir nachher ein Fazit abgeben bei Insta, okay? Also, schönen Abend. Danke fürs Zusehen. Bis später. Bye, bye. Ja, also wir sind am Essen. Ja, also schmeckt wie Nudeln und Hähnchenfleisch. Ja? Aber für mich fehlt echt der Geschmack. Deshalb habe ich hier schon noch Salz und Pfeffer drauf geballert, weil, ja, ich frage mich, woher der Geschmack kommen soll. Vom Spinat kommt er nicht, vom Essig kommt er nicht und von der Sahne auch nicht, ja, also, naja, aber ansonsten, ja, ist okay, ja, also für eine Dreiviertelstunde würde ich mal sagen, also, da macht man sich was anderes, wie so ein bisschen Nudeln mit Hähnchenfleisch. So, Flo, erzähl mal. Also, ich finde es tatsächlich besser wie du. Ja. Ich finde, es schmeckt, ja, wie gesagt, da ist ja eben nichts dran, was irgendeinen Geschmack bringt. Genau, es schmeckt nach Nudeln und Hähnchenfleisch. Nudeln mit Hähnchen, Spinat schmeckt mir auch ein bisschen. Genau, aber jetzt, also, es schmeckt schon. Es ist nicht so wie die anderen Gerichte, die man gar nicht essen konnte. Mm. Schlecht. Also, komm, es fehlt halt einfach Bums. Genau, irgendwas, das Geschmack bringt.